Und herzlich willkommen hier zurück bei einem wunderschönen neuen Video und bei einer wunderschönen neuen PowerPoint-Karaoke mit dem Heiner. Hey! Hallo, mir hat man gesagt, mir wird ein Gebrauchtwagen verkauft. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Das ist ein kleiner Fehler unterlaufen hier. Ja, da mach ich trotzdem mit. Ausnahmsweise. Hallo! Herzlich willkommen. Leute haben gefragt, wann kommt wieder PowerPoint-Karaoke? Wann kommen Videos mit euch zusammen? Podcast, ja, schön und gut. Schon ziemlich eigentlich schon der beste Podcast Deutschlands. Aber was ist mit Videos? Wo? Wann? Hier. Und so. Jetzt habt ihr es. Mann. So, auf meinem Kanal übrigens auch, gell? Genau, auf seinem Kanal haben wir schon etwas Wunderschönes aufgenommen, nämlich ein Entweder-Oder-Spiel. Sagen wir jetzt mal mit sehr merkwürdigen Antwortmöglichkeiten. Es wird viel, es ist sehr komisch. Es wird viel und es ist sehr komisch. Und wir haben heute wieder zwei wunderbare Präsentationen, die wir wie in der Schulzeit frei halten werden, ohne dass wir wissen, worum es eigentlich geht. Und wir müssen möglichst gut improvisieren. Und die Präsentation, Präsentation kommen dieses Mal von euch, glaube ich, tatsächlich. Also uns wurden ja einige zugeschickt an die Mail, die unten auch drin ist in der Videobeschreibung. Du überprüfst die ja nicht, das macht ja dann eine andere Person, ne? Das sicherheitshalber, damit du nicht, oder du weißt noch nicht, was drin ist. Genau, richtig. Wir wissen beide nicht, was auf uns zukommt jetzt. Ich bin gespannt. Ich fange einfach mal an. Okay. Heimvorteil, sage ich, komm, mache ich. Dann herzlich willkommen hier bei meinem wunderschönen Vortrag. Heute geht es nicht um Sichtschutz, denn wir haben das, damit ich noch nicht sehe, worum es geht. Heute geht es bei diesem wunderbar wichtigen Vortrag um Kriterien für eine gute Reise mit Simon Desio und einem Ruderboot über die Alster. Endlich geht es hier um die wichtigen Themen, um die entscheidenden Themen in der Gesellschaft. Wer wollte nicht mit Simon Desio gerne mal über die Alster fahren im Publikum? Du bist angesprochen ich, auch. Ja. Ich. Okay, ich. Du bist, also du wolltest schon. Ja, also eine gute Reise vor allem, nicht nur eine Reise. Stimmt, doch. Ja. Auch wenn er jetzt in Dubai ist, dafür kommt er bestimmt gerne wieder hier hin. Ist es? Ist es vielleicht auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit Simon Desio? Wer wollte nicht schon immer mit ihm befreundet sein? Denn er hat neben seinem Humor weitere tolle Präferenzen. Er hat eine Xbox, er hat mindestens 1000 Euro zu Hause. Ja, wir werden heute gucken, was können wir tun, dass vielleicht auch daraus eine Freundschaft entsteht. Wir lassen uns überraschen. Punkt 1, der wichtigste eigentlich. Proviant und Vorbereitung, denn keine gute Reise ohne eine gute Vorbereitung. Jeder weiß das eigentlich. Das muss natürlich alles geplant werden. Und hier... Hier entscheiden, damit es nicht langweilig wird. Die portable Mini-Disco, weil Simon ist auch eine kleine Tanzmaus. Der packt die Anlage aus, der singt was, der tanzt mit so einem coolen Disco-Licht oben. Im Boot vielleicht ein bisschen schwieriger, aber der Simon, der ist ja sehr filigran in seinen Bewegungen. Der fällt ja nicht raus. Das ist ja sogar eine Karaoke-Maschine, wollte ich gerade fragen, Herr Klängern. Ist das sogar eine Karaoke-Maschine? Du kannst singen, oder? Genau, du kannst Karaoke singen. Ja. Du hast Licht, individuell einsetzbar auf der Alster. Ja, und das verspricht sehr viel Spaß und Spannung und Überraschung. Mit Simon. Achso, Proviant übrigens ist egal. So groß ist die Alster nicht. So, zweitens, Vorgehensweise. Wie macht man es eigentlich genau? Also, es ist eigentlich ein kinderleichtes Spiel. Ja, man muss eigentlich nur bei Simon die richtigen Knöpfe drücken, denn er ist manchmal etwas komplizierter. Manchmal ist er vielleicht etwas missmutig gestimmt, wenn wieder irgendwie was nicht funktioniert, wenn die Subs vielleicht haken, wenn Leute nicht seine merkwürdigen Videos liken. Aber da muss man mit umgehen können. Und hier haben wir ein exemplarisches Foto eines Flusses. Das ist jetzt fast die Alster, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Bezüglich Vorgehen, in diesem Fall Vorfahren eigentlich, man fährt mit dem Boot vorweg. Das bedeutet, Simon sitzt hinter einem, was schon mal klar ist, weil man muss die Richtung vorgeben. So hat er einen auch besser im Auge. Und im Griff. Genau, dann wieder von hinten, ne, damit er nicht rausfällt. So, er schmiegt sich, ich glaube, er schmiegt sich auch so ein bisschen an dich. Ich glaube, er ist auch einer, der geht gerne auf Tuchfühlung. Der würde auch zu zweit mit dir auf dem E-Roller fahren. So, danke. Ah, shit. Here we go again, denn wem das vielleicht bekannt vorkommt, der erinnert sich noch an die große Bootsfahrt 2013 mit Simon über die Alster. Mit Simon Desio Projekte zu planen ist nicht immer einfach, wir wissen das alle, aber da muss man durch. Ja, wir müssen erst Simon Destios Handy in der Alster finden, damit wir ihn überhaupt anrufen können, weil das irgendwann mal da reingefallen ist, als er... Warum? Was? Warum? Ich weiß es nicht. Frage, die du nicht stellst. Ich glaube, er hat es einfach für 100.000 Likes in die Alster geschmissen. Vielleicht sollten wir das auch tun. Vielleicht bringt das auch viele Likes. Wenn ihr wollt, dass ich mein Handy in die Alster werfe, lasst gerne ein Like da. Da gibt es einen einfachen Trick für. Nämlich ein Gerät, was das Ganze praktikabel von außen quasi ansaugt und dann nach oben befördert. Ich dachte, du saugst die Alster leer. Ja, das ist der Nachteil dabei, dass du sehr viel Wasser auch einsaugst. Und du weißt ja auch nicht genau, wo das Handy ist. Das heißt, du musst erstmal so ein bisschen rumsuchen. Ja, wenn ihr das irgendwie wieder umleitet. Dann geht das schon. Dann geht das einfach. Einfach auf die Straße. So, wie finde ich den richtigen Preis? Simon ist im Prinzip auch noch Kind geblieben. Und er möchte natürlich, wenn er auf der anderen Seite ankommt, eine Belohnung haben.
Ja, da muss man erstmal gucken, was eignet sich dafür am besten? Eignet sich dafür 1000 Euro? Eignet sich dafür eine Xbox? Oder sein verloren gegangenes Handy? Nein? Nivea Man Deep Black Carbon. Simons Lieblingsduft, der bis zu 48 Stunden anhält. Ja, wenn man viel Geld für Autos, für Hotels, für einen sehr teuren Lebensstil ausgibt, dann fehlen manchmal Sachen und Ressourcen an den grundlegenden Bereichen. Und deshalb freut er sich da immer sehr drüber. Auch Socken sind ein super Geschenk an Weihnachten oder so. Falls ihr Simon irgendwie eine Freude machen wollt. Wann ist die beste Zeit dafür? Fragen sich viele. Sollte man das tagsüber machen? Sollte man das nachts machen? Sollte man das vielleicht im Winter machen, wenn die Alster zugefroren ist? Nein? Oh, jetzt habe ich eine übersprungen. Ja, ich wüsste auch keine Sache, die ich jetzt mit beiden irgendwie hintereinander machen könnte. Also wenn die Katze im Karton ist und der Käse reift, dann ist auch die Zeit gekommen, über die über die Alster zu fahren mit Simon. Das hat meine Oma auch immer gesagt. Altes Sprichwort von Familie Haider. Für die, die es noch kennen. Ist die Katze erst im Karton und der Käse reif, ist es auch Zeit, über die Alster zu fahren. In Klammer mit Simon. Falls sich weitere Leute aus der Familie Haider angesprochen fühlen, gerne auch ein Like da lassen. Was kann man dort noch machen? Wir haben Disco schon aufgeführt. Vielleicht Gesellschaftsspiele oder so. Es ist ja eine Fahrt, die wird vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig, obwohl Simon Desto dabei ist. Zu zweit kann man sich viel beschäftigen. Man kann sich umarmen. Man kann Fußball spielen oder Handball, nee, Fußball, ich glaube, es ist Fußball. Man kann jubeln zusammen, dass man es schafft. Man kann sich Torjubel überlegen. Man kann ein bisschen Akrobatik machen, wie die beiden Herren hier. Lustige Grimassen schneiden. All das vertreibt die Zeit. Sogar die Frisuren passen bei euch. Ich sehe mich da. Simon und ich, das sind wir. Wir, nur noch so ein Boot drunter und wir sitzen quasi auf der Alster. Ernährungsplan, Leute. Wir hatten Proviant schon auf der Agenda, aber wir wollen noch mal detailliert darauf zugreifen. Was essen wir? Mettwurst. Schinkenwurst. Wurst. Was gibt's zu essen auf dieser Fahrt? Nein? Wie man sieht, ich habe mal symbolisch ein Bild gemacht, wenn ich gucke in die Ferne auf die Alster und es regnet, ohne Brille. Und deshalb empfiehlt sich an der Stelle, damit die Augen besser werden, Fisch. Und Möhren für Beta-Carotin, weil alles andere macht auch keinen Sinn. Gerade auf die Distanz, man fährt lange. Fisch und Möhren ist super Ernährungsplan. Ja, ich möchte mich bedanken. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut bereit, über die Alster mit Simon Desto zu fahren. Dem besteht eigentlich nichts mehr im Wege und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin gut bereit. Die Leute meinen, ich rauche den ganzen Tag Gras. Ich habe so ganz kleine rote Augen gerade. Das war wunderschön. Danke, fühlst du dich gut vorbereitet jetzt? Ja, ich möchte auch dem noblen Spender oder der noblen Spenderin danken für diese PowerPoint-Präsentation. Die war fantastisch. Auch deine Präsentation selbst natürlich. Danke, danke. Ja, schön. Simon, melde dich. Ich zahle Reisekosten sogar. Wenn wir dann ein Video machen, wie ich über die Alster mit ihm fahre, mache ich das. So, jetzt bin ich dran. Ihr seht es ja schon in meinem Gesicht, blau-weiß in der Fresse. Das ist immer ein guter Ansatz. So, dann fangen wir an, ja? Ja, hallo, liebe Schüler und Mitschülerinnen. Hallo Paul. Dann fangen wir mal an. Ich habe natürlich erst einen Sichtschutz. Ihr wisst also noch nicht, um was es geht. Doch jetzt kann ich euch sagen, es geht schon mal nicht. Es geht heute um Karriere machen. Und zwar in wenigen Schritten zum Glück zu gelangen, ist heute das Thema, über das ich sprechen will. Das ist mein Auftrag, euch das näher zu bringen. Ihr wisst ja alle, wie es ist, ne, bei uns in der Schule. Es ist ganz normal, dass man Unterricht hat und trotzdem immer halb am Einpennen ist, egal wie gut die Lehrer die Stunde füllen. Ihr kennt das ja, man ist dann einfach am Einpennen, hat meistens auch nur eine rote Schleife im Haar. Dann darf man dabei aber eben nicht vergessen, auf dem Weg zum Glück, auf dem Weg zur Karriere, darf man sich nicht wie ein fauler Hund vorm Laptop aufführen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, sondern, nein, ne? Nochmal, nein, stattdessen embrace the sun, ja, also wir müssen so ein bisschen dem Schicksal entgegenblicken, der Abendsonne, der aufgehenden Sonne, es ist alles eins, es gibt also nichts Negatives mehr, ihr müsst mehr euch damit befassen, was euch die Welt geben kann. Aber wie passiert das Ganze? Wie müsst ihr das machen? Oh. Es ist ganz klar, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Schüler und Mitschüler, Paul. Ihr werdet Influencer. Das kann ich euch aus eigener Hand bestätigen. Ihr wisst ja, dass ich das als Teilzeithobby mache. Und zwar nicht irgendwie einfacher Influencer auf YouTube, dass ihr alles nur Socks, Schmeißfliegen und so weiter. Nee, auf Instagram Influencer werden. Und natürlich auch YouTube. Ich hab grad gelogen. Ach du Scheiße. Aber auf YouTube relativ klein. Aber auf Instagram vor allem Ding. Und natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, ihr müsst euch dann einen passenden Account auf Twitter erstellen. Denn auch dort sollen die Leute eure Influence spüren. Und wir haben aus den letzten Wochen und Monaten ja gelernt, dass es durchaus sich lohnt, auch mal auf seine Nudel zu präsentieren. Mhm. Egal wie er auch aussieht. Präsentiert die das alles. Dieses Influencer-Dasein hat gewisse Vorteile. Unter anderem die Umwelt belasten, viel flügen. Denn als Influencer habt ihr einfach die Möglichkeit, euch von einem Management erste Klasse Flüge, kurzes Streckenflüge buchen zu lassen. Hauptsache
ne, mit dem Fuß auf die Umwelt. Das ist sehr wichtig. Ihr werdet im Geld baden können. Und dann werdet ihr, und das verspreche ich euch jetzt schon, wenn ihr auf meinen Ratschlag hört, werdet ihr euch auch einen Waschbäranzug leisten können. Das ist, es gibt nichts Besseres, als einen Waschbäranzug in Geld zu baden. Leute werden euch beobachten. Ganz, ganz wichtig. Es gibt immer diese eine dumme Sau im Publikum, die nicht auf die Bühne guckt. Das ist die in der Mitte hier. Mhm. Was fällt der ein, dass die nachher links oder rechts guckt oder wie auch immer? Ganz, ganz wichtig, rauswerfen lassen. Für die niemals irgendwie einen Waschbärenanzug. Und wenn ihr dann so richtig Kohle habt, ne? Der Waschbärenanzug, den gibt es ja auch nicht. Ihr könnt euch den Marsch schneidern lassen, aber ich würde euch echt raten, für den ersten Waschbärenanzug, fürs kleine Geld, erstmal zum Toys R Us. Oder wie meine Oma gesagt hat, Toys R Us. Zwischenfakt an dieser Stelle, lass mich mal kurz ein bisschen summieren. Das Renfield-Syndrom beschreibt die Lust, Blut zu trinken. Puh, ja. Dann stellt sich natürlich hier als Zwischenfakt auch die Frage, gibt es dann Vampire wohl doch auf der Welt? Und wenn ihr Twilight gesehen habt, wisst ihr, glitzern die wirklich? Das sind zum Beispiel dann auch Themen, die ihr, auch wenn ihr euch Fragen über Fragen stellt, auf YouTube behandeln könnt, wenn ihr sie im Endeffekt in einem Format macht, das dann auch zu begeistern weiß. Viel Glitzer ist da auch sehr wichtig, wenn ihr diese Schiene bedienen wollt. YouTuber bedeutet König sein. Ja? Eine Perücke tragen und ein Zepter haben. Wow, habe ich. Und das, deswegen werde ich in der nächsten Stunde diese ganze Vampir-Thematik nochmal behandeln. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall schon, auf welchem Weg ihr seid. Danke für eure Aufmerksamkeit. Paul, war relativ scheiße, dass du nicht zugehört hast. Und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Schön. Woo! Geil. Am Ende haben wir ein bisschen was gefehlt irgendwie. Es war sehr schnell vorbei. Das ist wie bei mir mit dem Sex. Aber es war relativ stringent bis auf die Sache mit Dings. Also man konnte gut was verwandeln. Also wir haben, glaube ich, alle als Fazit gelernt, wir müssen Influencer werden. Und dann richtig. Mit Simon Desue über... Straight über die Alster fahren. Also du weißt ja, ne? Ist die Katze erstmal im Karton und der Käse reif. Dann auch mal zur Alster. Dann, ne? Kann man über die Alster fahren. Das ist fahren. Fantastisch. So, und natürlich, Moment, klingelt es jetzt bei mir am Telefon, aber das ist normal. Das ist normal. Das ist nicht ganz live, aber so halb. Timon, Vampire. Ja, Vampire. Keine Ahnung, also ich bin bereit für die nächste Präsentation. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt heute. Das kann euch vielleicht bei euren nächsten Projekten unterstützen. Und vielleicht werden wir ja nochmal als Speaker irgendwo gebucht, wenn wir irgendwie was aufhören sollen. Ich glaube, so Motivational Speeches halten wir halt unser Ding. Ja, ich glaube auch. Weil wir müssen ja nichts vorbereiten. Die packen uns einfach so ein Ding rein und dann machen wir halt da was draus. Ja, also das ihr könnt uns schon gerne buchen über die E-Mail-Adresse vom Podcast. Hört gerne den Podcast. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns da wöchentlich wieder oder hier auf YouTube oder so. Check gerne den Kanal vom Heider aus. Und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. War wunderschön. Ja, aber sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Und nochmal Dankeschön an die Leute, die da so, scheinbar so fleißig die PowerPoint-Karaoke-Präsentationen machen. Genau. Das finde ich super. Dankeschön. Leute, wir sehen uns wieder. Bis dann. Schönen Tag. Tschüss.